jeden Fall auch von meiner Seite nochmal einen schönen Abend. Ich freue mich, dass so viele hierher gefunden haben zu diesem Thema. Das Thema ist, wenn die Lunge erkrankt, was tun bei Asthma, COPD, beim Emphysem und bei den Tumoren. Bezüglich der Krankheitsbilder werden wir heute uns spezialisieren, vor allem auf die obstruktiven Atemwegserkrankungen, über das Asthma und das COPD und auf den Krebs, Konuskarzinom oder auch das Pleuromesothelium, die seltene Formen der Lungengerüsterkrankungen, die auch natürlich umweltassoziiert sind, werden wir heute nicht diskutieren. Bezüglich der schädlichen Einflüsse habe ich mir gedacht, ich werde mal doch zwei Reizthemen wieder herauspflücken, die doch immer wieder diskutiert werden sollten. Das ist über das Rauchen und der Feinstaub, der auch immer wieder, vor allem im Winter, gern diskutiert wird. Ich bin auch da mal ein bisschen darüber gesprochen, wird das bedeutet, dass Feinstaub die Luftbedingungen gehören natürlich auch dazu. Und das ist ja dann auch schon die Frage. Wo ist die Technik? So hast du nicht. Gehört das natürlich auch dazu, aber wie gesagt, in diesem Rahmen wollen wir uns jetzt ein bisschen einhängen. Feinstaub, was ist das überhaupt? Das ist eine Mischung aus extrem kleinen, mit bloßem Auge nicht erkennbaren, festen und flüssigen Teilchen unterschiedlicher Größe. Und bei der Feinstaubgröße unterscheiden wir drei Partikelgrößen. Das ist etwa einmal kleiner als 10 Mikrometer, dann kleiner als 2,5 Mikrometer. Denn der ultrafeine Staub, der ist also weniger als 0,1 Mikrometer groß. Und je nach der Größe und der Schwere lagern sich eben diese Feinstäube in unterschiedlichen Partien der Lunge an. Das heißt etwa in den Bronchien und dann in die kleineren Atemwege. Und der ultrafeine Staub kann eben bis zu den Lungenbläschen vordringen, wird dann über die Lungenbläschen ins Lymphsystem überführt und kann dann dort eben auch in die Lymphknoten, ins Blutgefäßsystem und in andere Organe vordringen. Wie entsteht der Feinstaub? Er entsteht sowohl aus natürlichen als auch vom Menschen geschaffenen Quellen. Natürliche Quellen sind Vulkane, da gehören aber auch die Pollen dazu, Pilzsporen, Bodenpartikel. Viel gefährlicher aber ist der Feinstaub, den der Mensch selber schafft, in der Industrie, im Straßenverkehr, Baustellen, Heizwerke und natürlich auch die Verbrennung von Brennstoffen im privaten Haushalt. Besonders große Rolle dabei spielt eben der Straßenverkehr, wie es dann eben immer im Winter diskutiert wird, vor allem in den städtischen Gebieten, trägt doppelt dazu bei. Das ist einerseits das Abgas, da vor allem über die Dieselmotoren, die rund die Hälfte aller Dieselpartikel in die Luft blasen, und andererseits eben auch der mechanische Abrieb durch den Reifen, Straßen- und den Bremsabrieb, ist eine der größten und gleichzeitig problematischen Feinstaubquellen, da auch Schwermetalle wie Cadmium, Blei, Zink und Chrom enthält und es aber keine Möglichkeit besteht, diese Form von Feinstäuben durch einen Filter zu reduzieren. Aber auch in geschlossenen Wohn- und Arbeitsräumen ist die Feinstaubbelastung häufig gesundheitsschädlich hoch. Hauptquellen hier sind eben das Zigarettenrauchen, aber auch Laserdruck und andere Geräte, sowie der Staub aus dem Felder Gefieder von Haustieren. Auch von Schimmelpilzen ausgeschiedene Mykotoxine können gesundheitsschädigend wirken. Warum ist jetzt der Feinstaub so gefährlich? Laut WHO sterben jährlich ungefähr 2400 Menschen an den Auswirkungen der Feinstaubbelastung. Die durchschnittliche Lebenserwartung ist hochgerechnet, verkürzt sich durch die Luftverschmutzung um etwa 9 Monate. Feine und ultrafeine Partikel bringen als lungengängige Stäube tief in die feinen Gewebe von Lungen und Bronchien, wie gesagt, und über die Lymphabflüsse und Kapillaren gelangen diese Stäube dann ins Blut und in die anderen Organe. Dort lösen sie Entzündungen aus, Wucherungen, die im schlimmsten Fall eben auch Krebs auslösen können. Daneben wird aber darüber diskutiert, dass es eben auch zu Gerinnungsbildungen in Gefäßen, also zu Thromboseneigung fördern kann. Aha. Gut.
Das heißt also, Feinstaub macht krank. In den Atemwegen führen sie zu einer Entzündung, Husten, Infektionen der oberen und unteren Atemwege. Und können aber auch eine Verschlimmung oder eine Entwicklung von einer Asthmakrankung beeinflussen und auch zu einer COPD beitragen. Aufgrund ihrer Eigenschaften fördern sie sicherlich auch die Entwicklung von einem Lungenkrebs. Und wie gesagt, mit dieser Gerinnselbildungsneigung bewirken sie Herz-Kreislauf-Erkrankungen und erhöhen das Risiko für Schlaganfälle und Herzinfarkte. Jetzt verlassen wir das Gebiet der Feinstäube, noch ein bisschen was über das Rauchen. Rauchen ist eben einer der wesentlichsten Faktoren für das Auftreten einer dieser Erkrankungen, die wir heute diskutieren. Das ist die chronisch obstruktive Lungenerkrankung und eben das Lungenkarzinom. Als chronische Erkrankung ist die COPD mit erheblicher Einschränkung der Lebensqualität verbunden. Das Lungenkarzinom selbst stellt im europäischen Raum bei Männern die führende und bei Frauen die dritthäufigste Krebstodesursache dar. Warum ist das Rauchen nicht so schädlich? Tabakrauch enthält eben eine Vielzahl von Schadstoffen, von denen mindestens 50 als Karzinogene gelten. Eben die Benzole, Formaldehyd, Blei, Cadmium. Aber Tabak ist auch radioaktiv. Die meiste Radioaktivität, ca. 30%, findet sich im sogenannten Nebenstromrauch. Das werde ich noch kurz erklären. Die strahlenden Teilchen setzen sich vor allem auf den Schleimhäuten der Bronchien fest. Statistisch ist es so, ein starker Raucher verpasst seinen Bronchien ungefähr die gleiche Strahlendosis, die man bei 250 Röntgenaufnahmen erhalten würde. Was ist jetzt Haupt- und Nebenstromrauch? Wenn jetzt ein Rauch an der Zigarette zieht, entsteht an der Zigarettenspitze natürlich die höchste Temperatur, 59 Grad. Hier entsteht durch diese sehr starke Verbrennung ein unterschiedlicher Rauch wie beim Nebenstrom. Wenn ich jetzt eine Zigarette gezogen habe und hinlege, das, was dann noch so hoch steigt, das ist der Nebenstromrauch, der wesentlich geringere Temperatur hat. Toxisch und krebserregende Stoffe sind im Nebenstromrauch wesentlich höher konzentriert. Durch diese hohen Verbrennungstemperaturen beim Ziehen werden im Hauptstromrauch einige Substanzen inaktiviert. Zudem enthält eben der Nebenstromrauch kleinere und besser alveolärgängige Partikel. Dieser Tabakfeinstaub ist besonders gefährlich, weil er eben durch seine Kleinheit bis in die Lungenbläschen vordringen kann. Ebenso bemerkenswert ist der hohe Nikotingehalt im Nebenstromrauch, der jedoch aufgrund seiner Zusammensetzung nicht aufgenommen wird. Das heißt, Passivraucher kann nicht wie ein Raucher selber süchtig werden. Und es ist natürlich Gott sei Dank so, dass der Nebenstromrauch in der Atemluft oder in der Raumluft sehr stark verdünnt wird. Dementsprechend das Risiko, auch wenn jetzt die Zusammensetzung sehr potent ist, nicht so hoch ist. Tabakrauch ist eine Suchterkrankung. 70% aller Raucher wollen das Rauchen aufhören. Jährlich unternehmen ca. 33% einen entsprechenden Versuch. Die langfristigen Erfolgsquoten sind leider schlecht. Ohne jede weitere Unterstützung liegen sie bei maximal 3%. Das heißt, vom Profil her entspricht die Nikotinabhängigkeit dem Abhängigkeitspotenzial von Heroin. Warum? Die Tatsache ist, dass die Inhalation von freigesetztem Nikotin zur raschen Suchtentwicklung führt. In diesem Zusammenhang ist besonders der rasche Anstieg der Nikotinplasmakonzentration beim Rauchen von Bedeutung. Das heißt, je schneller dieser Anstieg ist im Blut, umso höher ist das Suchtpotenzial. Das Nikotin selbst setzt dann im Gehirn Botenstoffe frei, die einen Teil vom zentralnervösen Belohnungssystem darstellen. Das heißt, es führt zu gesteigerter Aufmerksamkeit, Konzentration und Gedächtnisleistung. Was schädigt jetzt das Rauchen in meiner Lunge? Es führt zu einer Atemwegsentzündung und durch die Entzündung wird die Funktion der kleinen Flimmerhärchen, auch Zilien genannt, die normalerweise mit ihrem Flimmerschlag den Abtransport von Schmutz und Stäuben aus der Lunge fördert, eingeschränkt. Die Atemwege produzieren mehr Schleim. Das macht dann chronischer Husten, eben auch die chronische Bronchitis genannt. Man hustet häufiger und die Atemwege produzieren immer mehr Schleim. Erhöhtes Sterberisiko, 90% aller COPD-bedingten Todesfälle können aufs Rauchen zurückgeführt werden. 90% aller lungenkrebsbedingten Todesfälle bei Männern und fast 80% der Frauen werden eben durch das Rauchen verursacht. Jetzt haben wir ein bisschen was über die
wenn man die häufigsten Noxen, Schadstoffe gehört, die eben eine obstruktive Atemwegserkrankung und einen Lungenkrebs auslösen. Jetzt schauen wir ein bisschen näher zu den zwei großen obstruktiven, also verengenden Atemwegserkrankungen. Das ist schon mal der eine große Block, ist das Asthma bronchiale. Beim Asthma bronchiale kann man im Prinzip zwei verschiedene Formen unterscheiden. Das eine ist das exogen, also von außen allergisch oder das allergische Asthma bronchiale, das man unterscheidet grob vom nicht allergischen Asthma bronchiale. Es gibt also auch eine Asthmaform, die nicht mit Pollen zum Beispiel zu tun hat. Beiden gemeinsam sind die Symptome, das heißt, man hat phasenweise Atembeschwerden, man hat eine stridoröse Atmung, Pfeifen mitunter, Rasseln, Husten mit oder ohne Auswurf. Allergisches Asthma bronchiale, da haben wir Auslöser. Wie gesagt, momentan die Pollen quälen alle Asthma-Patienten. Die Pollen ist eine allergisierende Substanz, das heißt, nach Kontakt mit dem Allergen reagiert das Immunsystem. Es kommt sehr rasch zu Symptomen. Man nennt es dann auch eine Allergie vom Soforttyp. Das heißt, nach Allergenexposition, normalerweise innerhalb der ersten Viertelstunde, merkt der Patient etwas. Die Ursache dafür ist im Prinzip eine fehlgeleitete, eine überschießende Immunreaktion auf die Pollen. Das heißt, man hat an den Schleimhäuten und an der Haut eine relativ frühe Barriere, die an und für sich einen Schutz für den Patienten oder für den Menschen darstellt. Das heißt, wenn ja von außen ein Bakterium oder ein Virus kommt, dann wird es möglichst schnell an der Schleimhaut schon attackiert. In diesem Fall ist es so, dass das Immunsystem diese Polle als Feind missinterpretiert und eben diese Polle attackiert durch Antikörperproduktion und eben durch eine Entzündungskaskade, die da freigesetzt wird. Das heißt, durch den Allergenkontakt kommt es zu einer Antikörperbindung, das heißt, die Immunabwehr wird aktiviert, es werden Entzündungsmediatoren, also Substanzen freigesetzt. Die Substanzen selber machen dann eben die Symptomatik. Das heißt, es kommt zur Verkrampfung der Atemwege, die Atemmuskulatur zieht sich zusammen, das macht schon mal eine bronchiale Enge. Es kommt zu einer Entzündung der Schleimhaut mit einer Verschwellung, mit einer Verquellung. Die Schleimbildung wird aktiviert, das heißt, es wird auch viel mehr zäher und reichlich Schleim produziert. Das macht immer die Beschwerden, ich habe einen Husten, ich habe Atemnot und ich kann pfeifende Atmung entwickeln. Das ist schon angeführt worden, die Obstruktion, also die Verengung, betrifft, das ist eben ein wesentlicher Faktor, die Ausatmung. Das hat damit zu tun, dass die Bronchien beim Ausatmen einem Sog ausgesetzt sind, weil das durch ein Rohr geht. Wenn die Bronchien instabil sind, dann wird durch den Sog der Bronchus kollabieren. Das heißt, es entwickelt sich eine Art Ventilmechanismus. Das heißt, ich kann normal einatmen, kann aber nicht mehr alle Luft ausatmen. Das ist eine Art Ventilmechanismus, der führt dann eben zu einer Überblähung der Lunge, weil ich immer viel mehr Luft drinnen habe, wie ich rauskriege und ich blase mich im Prinzip durch das Atmen wie ein Ballon auf. Kriege ich natürlich noch mehr Atemnot, schnaufe noch schneller und blase mich noch mehr auf. Das heißt, es ist ja so ein Kreislauf, wo man sehr schwer den durchbrechen muss oder kann. Aber vor allem früher, wo man noch nicht entsprechende Medikamente hat, durchaus eben das, was man denn als Asthma-Status bezeichnet hat, wo auch Patienten verstorben sind. Häufig ist es so, dass ein Patient, der in die Praxis kommt und eben einen neuen Asthma entwickelt, schon im Vorfeld sehr lange einen Heuschnupfen gehabt hat. Er hat also diesen klassischen Fließschnupfen gehabt, Augenbrennen, Augentränen, häufig noch ohne Atembeschwerden. Im Laufe der Allergie kann dann aber diese Asthma-Komponente dazukommen. Das nennt man dann auch gern den Etagenwechsel dieser Erkrankung. Das ist auch anatomisch gut erklärbar, weil der Aufbau der Schleimhäute, was eben die Nase betrifft und die Bronchien wesentlich der gleiche ist. Gibt es aber auch im umgekehrten Weg. Es gibt da Patienten, die haben viele Jahre ein Asthma gehabt, verlieren quasi fast das Asthma, entwickeln Heuschnupfen. Was brauche ich jetzt zur Abklärung? Machen muss man auf jeden Fall eine Lungenfunktion. Man sollte auch zumindest beim ersten Mal, wenn ein Patient gesehen wird, ein Lungenröntgen machen. Wenn ich den Verdacht stelle, dass da wahrscheinlich ein Asthma dahinter steckt, ein allergisches,
sollte man natürlich auch eine Allergieaustestung machen. Es gibt im Prinzip zwei Formen. Das eine ist der Hauttest, der Blicktest. Alternativ eine Untersuchung aus dem Blut, der RAST, wo man diese Antikörper, die der Patient dort bildet, nachweisen kann. Lungenfunktion gibt es zwei Formen. Das eine, was der Hausarzt anbietet, sehr häufig, ist eine kleine Lungenfunktion, die zumindest einmal eine Verdachtsdiagnose stellen kann, dass man sagt, okay, das ist eine, so eine obstruktive Atemwegserkrankung, die genauer abgeklärt werden sollte. Es wäre dann eben von Sinn, dass man den Patienten, den zu einem Lungenfacharzt schickt, der über den, in der großen Lungenfunktion echte Werte messen kann und über da nachweisen kann, ob wirklich so eine Obstruktion vorliegt. Das ist das eine. Und auch mit dem sogenannten Lysetest, das kommt also dort in ein Medikament, inhaliert, und schaut, ob die Lunge aufmacht, kann man aber nachweisen, ob das eine sogenannte reversible Lungenfunktionsstörung ist. Das ist ja wieder ein weiterer wichtiger Hinweis für eine Asthmaerkrankung. Warum Lungenröntgen? Das wollte ich jetzt noch kurz mal ein Bild zeigen. Das war ein Patient, der es geschickt war, der war zur Abklärung von einem Asthma, weil er Husten oder Atemnot hat. Der hat im Prinzip einen Fremdkörper aspiriert, der ihm den rechten Unterlappen verlegt hat. Also falls man sich da nicht auskennen tut. Das sollte eigentlich die linke Lunge sein und die sollte eigentlich die rechte, sollte auch so groß sein. Das Weiße, das ist der zusammen, der verlegte rechte Unterlappen durch den Fremdkörper. Ist jetzt beim jugendlichen Erwachsenen natürlich nicht ganz so häufig, aber es sind natürlich viele in der ersten Asthmaabklärung Kinder. Und bei den Kindern ist es oft anamnestisch schwer zu sagen, haben die jetzt was aspiriert. Also man sollte zumindest daran denken, da mal ein Lungenröntgen machen. Wie macht man so einen Blicktest? Man hat diverse Allergene. Das sind in Kochsalz gelöst, diese Allergene. Die werden auf die Haut aufgetropft und mit einer kleinen kurzen Nadel wird nur die Haut angeritzt, damit aber die Entzündungszellen die Möglichkeit haben, mit diesem Allergen zu reagieren. Das wird in einer Viertelstunde drauf belassen und dann wird es abgelesen. Und wenn man positiv reagiert, dann bekommt man da so Quaddel in unterschiedlicher Größe. Und je nach Größe und Form kann man dann aber daraus ableiten, ob eine Allergie für zum Beispiel über Gräser oder Frühblüher oder Mittelblüher besteht. Alternativ, wie gesagt, ist diese Rastuntersuchung. Kurz zur Therapie. Man unterscheidet im Prinzip eine symptomatische Therapie, das heißt, ich tue was für die allergischen Beschwerden, das heißt aber dieses Kitzeln, Jucken am Gaumen, für das Naserinnen und die Nase zu und die Augen brennen und tränen. Dafür gibt es eben antiallergische Tropfen, Tabletten und Nasensprays. Fürs Asthma im Prinzip unterscheidet man einerseits eine kontrollierte Therapie und einerseits eine symptomatische Therapie. Das heißt, ich muss einerseits die Entzündung beim Asthma kontrollieren, das mache ich, oder muss ich machen mit einem Cortisonpräparat, und ich muss dem Patienten auch was anbieten, damit die Bronchien sich erweitern. Das sind die Bronchodilatatoren. Da ist, muss man sagen, oft einmal der Fehler, dass man dem Patienten einen bronchienerweiternden Spray gibt, fühlt sich natürlich damit gebessert. Ich habe aber nichts getan, um die Entzündung zu kontrollieren. Ich muss erst einmal die Entzündung kontrolliert haben, damit ich den Patienten beschwerdefrei kriege. Das wird natürlich gerne vom Patienten abgelehnt, die Cortison-Inhalation, weil immer noch diese Meinung besteht, Cortison ist schlecht, ist auch schlecht, wenn man es dauernd nimmt. Aber man muss unterscheiden zwischen dem inhalativen Cortison und dem Cortison, was ich zum Beispiel schlucke oder auf die Haut auftrage, weil das inhalative Cortison ist ein sogenanntes topisches Präparat. Das heißt, dieses Medikament legt sich auf die Bronchienschleimhaut, wird vom Körper nicht aufgenommen oder maximal in Spuren nachweisbar. Das heißt, man kann also eine inhalative Cortisontherapie, wenn man entsprechende Maßnahmen und Hygiene durchführt, problemlos über viele Jahre ohne Probleme machen, muss aber keine Angst vor Cortison-Nebenwirkungen haben. Man wird dann natürlich, wenn eben eine entsprechende Allergie nachgewiesen worden ist und eben auch die Klinik, also die saisonale Klinik dazu passt, über eine Immuntherapie sprechen. Das heißt, die sogenannte Hyposensibilisierung, die Spritzenkur,
ist eigentlich, wenn man so will, Homöopathie. Ich biete dem Patienten das Gleiche an, in steigender Dosierung und versuche eben, das Immunsystem daran zu gewöhnen, dass eben diese Polle nichts ist, das man attackieren muss. Die Immuntherapie ist leider etwas aufwendig, das heißt, man muss in steigender Dosierung das machen. Insgesamt wird die Therapie über 3 Jahre durchgeführt. Wobei da die Pharmaindustrie sich schon bemüht, durch neue Substanzen, die mit diesem Allergen dazugetragen werden, dass diese 3 Jahre verkürzt werden können. Kurz, also wir haben jetzt über das Allergische gesprochen, es gibt eben auch das nicht-allergische Asthma, das ist eine Form von einer Gruppe von Asthmaerkrankungen, wo kein Allergen zu dieser Verkrampfung und zum Husten führt, sondern das kann der Staub per se sein, das können Chemikalien sein, das kann zum Beispiel auch die Refluxkrankheit sein, das heißt die Magensäure, vor allem eben in der Nacht, diese stillen Aspirationen nennt man das, wenn wir im Flachen liegen, über die Speiseröhre etwas Magensäure in die Bronchien bekommt, kann ein Asthma auslösen. Dazu gehört eben auch das Infektasthma, das viele Menschen plagt im Winter, viele über die Hausärzte und die lungenverhärzte Praxen füllen, wo im Anschluss an einen bakteriellen oder viralen Infekt über ein protrahierter, hartnäckiger Husten auftritt. Das ist kein klassisches Asthma, man darf das jetzt nicht missinterpretieren, aber es fühlt sich für den Patienten ähnlich an. Er hat aber Husten, pfeifende Atmung, Atemnot, ist aber nur eine vorübergehende Erkrankung, die aber durch entsprechende vorübergehende Inhalationen auch behandelt werden kann. Der Unterschied vom nicht-allergischen oder Anstrengungsasthma oder Infektasthma ist, dass man in der Regel auf ein Cortisone-inhalatives verzichten kann. Da muss man in der Regel nur ein bronchienerweiterndes Medikament verabreichen. Die andere große obstruktive Atemwegserkrankung ist eben die chronisch obstruktive Bronchitis oder eben englisch Chronic Obstructive Pulmonary Disease. Das ist eben im Unterschied zum Asthma, das ist eine variable Atemwegserkrankung. Ich habe fast, wo ich überhaupt keine Beschwerden habe, ich habe in der Saison viel Beschwerden und sonst wieder gar keine Beschwerden. Die COPD ist eine dauerhafte Verengung der Atemwege, wo ich schon auch wechselnde Atembeschwerden haben kann. Viele COPDler klagen darüber, dass sie auch Wetterwechsel merken. Häufig ist ein chronischer Husten damit verbunden, eben vor allem am Morgen, mit weißlichem oder auch wechselnd eitrigem Auswurf. Der Unterschied bei dieser Form der obstruktiven Atemwegserkrankung ist, dass es eben keine allergisch bedingte Entzündung ist, sondern eine chronische Entzündung durch weiße Blutkörperchen, die eben in der Schleimhaut sitzen und die ganze Bronchienwand durchwandern können. COPD ist eine Volkskrankheit, wie man da sieht an der Statistik, das wird zunehmen. Bis ins Jahr 2020 wird es eben an dritter Stelle sein. Und insgesamt über alle, das ist eine Mortalitätsstatistik da dieser Kuchen, 8% einnehmen. Wie wir schon gesagt haben, die häufigste Ursache für die Entzündung ist das Rauchen. Diese Rauchinhaltsstoffe machen eine Reizung, die führt zur Einwanderung dieser Entzündungszellen. Entzündungszellen setzen wieder Enzyme frei, die diese Entzündung chronifizieren. Es fängt an der Bronchienschleimhaut an und wandert dann durch die ganze Bronchienwand durch. Das führt aber zu dem Verdicken der Schleimhäute, Vermehrung von den schleimbildenden Drüsen und macht eben diese Bronchienwand instabil und weich. Das sind also Schnittbilder, wo man sieht, was ich da meine. Das sind Drüsenzellen, die aber wesentlich mehrere sind. Das sollten eigentlich viel weniger sein, so wie da. Das heißt, die haben mehr Drüsenzellen und ich habe normalerweise in der Bronchienschleimhaut 2 Drüsenarten, das heißt, das ist der eine, das ist der flüssige Schleim und der andere ist der zähere Schleim. Und da werden eben diese Drüsenzellen, die mehr flüssiger Schleim produzieren, gehen unter auf Kosten von dem zähen Schleim. Das heißt, die haben mehr Drüsenzellen und die produzieren mehr von diesem zähen Schleim. Das macht eben auch das Abhusten so schwer. Die Schleimhaut verdickt sich und engt das Lumen zusätzlich noch ein. Der Beginn dieser Erkrankung ist in der Regel schleichend, das fängt nicht schlagartig an. Häufig fühlen die Patienten eine Erstenner-Einschränkung, wenn sie schon mittelgradig ist, kommt dann zum Hausarzt. Viele schieben es halt darauf hin, einerseits, weil sie sagen, okay, ich habe jetzt ein gewisses Alter,
Da kann man halt nicht mehr gerade die Streckmuffe rennen wie ein Wiesel. Oder man sagt, ich habe halt wieder mal ein paar Kilo zugenommen, ich komme halt auch nicht mehr so schnell weiter. Also man tut sich da selber immer den so Erklärungen suchen, warum es eigentlich mit der Luft schlechter geht. Auch da ist es wieder so, eine der Säulen für die COPD-Abklärung ist wieder hier die Lungenfunktion, unterteilt über 4 Schweregrade in Abhängigkeit von der Einschränkung der Lungenfunktion. Das ist insofern wichtig, weil eben nach dem Schweregrad dieser Erkrankung auch die Therapie für den Patienten abgestimmt wird. Auch hier wieder haben wir in der Regel eine Kombination von einem entzündungshemmenden, inhalativen Cortisonpräparat und einem bronchienerweiternden Medikament. Aber in einem höheren Schweregrad gibt es auch noch Tabletten, das ist immer das Theophyllin oder Unifyl, was viele schlucken ab dem Stadium 3-4. Phasenweise muss man auch bei der chronischen Bronchitis Cortison systemisch hinzuführen, also entweder über die Vene oder zum Schlucken, weil es eben bei dieser, man nennt es Exazerbation, bei dieser akuten Verschlechterung zusätzliche Schleimhautschwellung gibt, zusätzliche Verengung. Und da ist eben das Cortison einerseits hilfreich, weil es eben die Entzündung abschwellend wirkt und weil es eben den Schleim verflüssigt. Antibiotika, habe ich geschrieben, müssen injiziert gegeben werden. Wir haben am Anfang schon gesagt, COPD-Patienten haben häufig von Haus aus einen missfärbigen Schleim. Und dieser gelblich, grünlich, bräunliche Auswurf wird häufig denn als ein bakterieller Infekt missinterpretiert. Das heißt, ich gebe dem Patienten eigentlich ein Antibiotikum, obwohl er es nicht braucht. Das ist schlecht, weil aber ein langjähriger COPD-Patient durch diese ständigen wechselnden antibiotischen Therapien ein Milieu von Bakterien in sich aufbaut, das dann halt schon ein gewisses Resistenzprofil hat. Und wenn er dann wirklich einmal Antibiotikum brücht, hat man dann nicht mehr die Auswahl, die man eigentlich haben sollte. Also das heißt, man muss wirklich daran denken, Indikation im Prinzip für Antibiotikum ist immer dann, wenn ich vermehrt huscht, wenn ich mehr Schleim habe, wenn ich mich krank fühle, wenn ich schwitze, wenn ich Fieber habe, dann muss ich an ein Antibiotikum denken. Wenn der Sauerstoffgehalt im Blut stark erniedrigt ist, muss man dann auch in weiterer Folge an eine Sauerstoff-Langzeittherapie denken. Da muss ich vielleicht auch noch kurz, viele denken, wenn ich Sauerstoff nehme, gewöhne ich mich dran und dann komme ich ohne Sauerstoff gar nicht mehr aus. Das gibt es nicht, kann sich nicht an Sauerstoff gewöhnen. Aber man weiß halt, dass ab einem gewissen Grenzwert Patienten wesentlich belastbarer sind und auch das Herz-Kreislauf-System mehr entlastet wird, wenn ich möglichst viel Sauerstoff verwende. Im Gegensatz eben zum Aspirin bronchiale, das, wenn es adäquat therapiert wird, eigentlich gutartig sehen wollte, in dem Sinn bin, dass ich eine normale Lebensqualität, eine normale Lebenserwartung haben kann mit dem Asthma, ist diese Erkrankung leider chronisch schleichend fortschreitend. Das heißt, die Therapien, die wir momentan haben, kann die Symptome verbessern, kann auch den Verlust von Lungenfunktion bremsen, kann aber das Ganze nicht mehr umkehren. Das heißt, ich kann das nicht heilen. Wichtig ist, überhaupt die wichtigste Maßnahme, wenn ich COPD habe, als Diagnose mit dem Rauchen aufzuhören. Weil das Rauchen beschleunigt den Verfall der Lungenfunktion. Man geht davon aus, dass ein normaler Nichtraucher ungefähr 30 Milliliter pro Jahr Lungenfunktion verliert. Das ist wesentlich mehr, wenn ich rauche. Es kann zwischen 50 und 100 Milliliter pro Jahr Lungenfunktion bedeuten. Das heißt also, wie gesagt, die wichtigste Maßnahme neben der Therapie ist natürlich das Rauchen aufhören. Auch da ist es so, man muss an letzter Konsequenz, wenn also die Therapien ausgeschöpft sind, wenn der Patient in einem guten Allgemeinzustand ist, das Alter hat, durchaus als letzte Möglichkeit an einer Lungentransplantation denken. Das Lungenemphysem, also was man auch als Bleilunge bezeichnet, das entwickelt sich in den allermeisten Fällen eben aus einer obstruktiven Atemwegserkrankung. Es gibt seltenere Fälle, wo also ein Emphysem im Vordergrund steht und sich aber prima entwickeln kann. Es gibt auch Substanzen, die schädigend wirken. Ich möchte nur mal das Cannabis erwähnen. Wir haben durchaus jetzt in der Ambulanz auch schon Patienten, die
30, 40 Jahre sind und ein schweres Lungenemphysem haben, weil sie sehr viel Cannabis geraucht haben. Eine seltene Erkrankung, habe ich jetzt noch nicht erwähnt, aber geschrieben, das ist der Alpha-1-Antitrypsin-Mangel. Das heißt, ein Enzymmangel, der zu einer Lungenemphysembildung führt. Es gibt eben in der Lunge, nachdem auch die Lunge ein Umweltorgan ist wie die Haut, an und für sich ein sehr sinniges System zwischen Enzymen, die Absterben des Lungengewebe abbaut, damit sich dort neues Lungengewebe aufbauen kann. Wenn es dort zu einer Balance, Missbalance kommt, das heißt, dass ich mehr Enzyme habe, die aber abbauen, wir aufbauen, bilde ich natürlich sehr früh ein Lungenemphysem aus. Eine der zum Glück jetzt nicht sehr häufigen Erkrankungen, die sowas macht, ist vererbt, das ist eben dieser Alpha-1-Antitrypsin-Mangel. Man muss daran denken, wenn jemand sehr früh, das heißt eben um das 40. Lebensjahr schon so ein dominantes Emphysem hat, sollte man zumindest daran denken. Ich habe schon primär erwähnt, dieser Ventilmechanismus durch das Erweichen der Bronchien, durch das Kollabieren, durch den Sog beim Ausatmen, blase über die Lunge auf, das ist dieses Air Trapping. Das Problem ist natürlich, dass dieser Ballon nicht, dass er Grenzen gesetzt hat. Ich habe diesen knöchernen Rippentorax, das heißt, die Lunge kann nicht überall ausweichen. Sie kann nach oben ausweichen, das heißt, man bekommt ja mit dem Lungenemphysem gern da so Polsterbildungen und ich tue das Zwerchfell nach unten drücken. Das heißt, die Zwerchfelle stehen tief. Das führt eben dazu, dass der wichtigste Atemmuskel, den der Körper hat, das Zwerchfell eingeschränkt nur noch beweglich ist und dieser Atemmuskel mir verloren geht. Wenn das weiter besteht, fängt sich dann auch die Lunge selber umzubauen. Das heißt, gesundes Lungengewebe geht unter, es bilden sich so größere und kleinere Blasenbildungen. Durch den Verlust von Lungenbläschen habe ich natürlich das Gewebe verloren, wo der Sauerstofftransport stattfindet. Dieser Austausch von Sauerstoff über die Lungenbläschen ins Blutgefäßsystem. Je weniger Lungenbläschen ich habe, umso weniger Gasaustausch habe ich natürlich. Das heißt, das führt in weiterer Folge dann auch zur Sauerstoffpflichtigkeit von einem Patienten. Auch hier mal ein Bild, also das ist jetzt einmal ein normales Nativbild. Dies, was da so schwarz ist, sollte eigentlich so ungefähr ausschauen wie dies. Das heißt, diese ganze Höhlenbildung ist nur noch wie ein Luftballon, ein Sack, da ist überhaupt kein einziges Lungenbläschen mehr drin, das irgendwo noch einen Gasaustausch machen kann. Viel besser sieht man es, wenn man CT macht. Das wäre eigentlich noch Lunge und das alles andere, das sind Blasenbildungen, wo überhaupt kein Gasaustausch natürlich mehr stattfinden kann. Da genauso. Also wie gesagt, da ist natürlich klar, wenn man sich solche Bilder sieht, dass der keine Gasaustauschfläche mehr hat und natürlich sauerstoffpflichtig sein muss. Beim Lungenemphysem ist es natürlich so, dass ich im Wesentlichen versuchen muss, diese Grunderkrankung zu behandeln. Wie man sich die Bilder angeschaut hat, versteht sich das von selbst. Die Patienten mit einem Lungenemphysem, das im Vordergrund steht, sind natürlich eher die, die relativ früh den Sauerstoff brauchen und eine Langzeit-Sauerstofftherapie. Aber auch beim Emphysem, wenn der Patient das entsprechende Alter hat, sollte man durchaus an eine Lungentransplantation denken. Das ist mittlerweile so, dass auf Transplantationszentren immer mehr und mehr Emphyseme transplantiert werden. Also der Trend wird mehr. Zum letzten Block von meinem Vortrag, Lungentumore. Wir unterscheiden jetzt einmal prinzipiell einmal zwei Arten. Das heißt, ich habe den Lungentumor, der in der Peripherie draußen im Außenbezirk liegt und ich habe Tumore, die aus den zentralen Bereichen der Lunge ausgehen. Je nachdem, von welchen Zellen dieser Tumor ausgeht, eben vom Epithel, von der Oberfläche oder von den Drüsenzellen zum Beispiel oder von hormonell aktiven Zellen, unterscheidet man auf verschiedene Typen. Diese Kenntnis, was für ein Zelltyp das ist, von Tumor wird immer wichtiger, weil die modernen Therapien immer mehr maßgeschneidert nach Zelltypen ausgewählt werden. Das wäre jetzt zum Beispiel das, was ich gemeint habe, dieser periphere Lungenrundherd.
und das ist ein zentraler Rundherd. Das heißt, das wächst in der Mitte im Prinzip von den Bronchien ausgehend oder noch zentraler, verschließt eine gesamte Lunge, in dem Fall jetzt die linke Lunge, und führt dann natürlich zu einem Totalausfall. So sieht denn das von innen aus. Das ist ein zentral wachsender, das ist die Luftröhre dort. Das wäre eigentlich die Abzweigung, einmal nach links und einmal nach rechts. Und der Tumor da verschließt im Prinzip fast vollständig den rechten Hauptbronchus, also der oberste Abschnitt ist der Luft, also das ist der Bronchien. Auch da noch einmal, das ist wieder ein bisschen wie dort unten, Tumore, die zentral wachsen, führen natürlich relativ frühzeitig zu solchen Stenosen oder zu so Verengungen und dementsprechend zu Symptomen. Das heißt, was sind so Symptome für Tumore? Daran denken muss man immer, wenn ich ein chronischer, unklarer Husten habe seit Monaten, wenn ich einen unklaren Gewichtsverlust habe, den man nicht erklären kann, wenn ich Atembeschwerden kriege, die für mich neu sind, unklare Hustschmerzen, ein Husten mit Blutbemengungen, sobald einmal Blut im Auslauf ist, muss nicht immer ein Tumor sein, aber sollte zumindest so sein, dass man sich einmal anschauen lässt. Und der Lungenröntgen, wie gesagt, wenn man sich angeschaut hat, was das Rauchen an Strahlenbelastung verursacht, hat sicher keine hohe Strahlenbelastung. Normalerweise ist der Abklärungsweg so, wenn ich den Verdacht habe, mache ich zunächst einmal ein normales Lungenröntgen. Das ist immer noch die beste und schnellste Möglichkeit, um einen Verdacht mal zu erhärten oder mal auszuschließen. Sollte ich einen Zweifel haben, dass ich sage, ich bin mir nicht sicher vom Lungenröntgen, und natürlich dann auch für die weitere Planung, wenn also dieser Verdacht auch erhärtet ist, wird man dann natürlich auch eine Schnittbilder anfertigen, das heißt eine Computertomographie machen. Bestätigt sich denn der Verdacht, dann muss man auf jeden Fall, wie gesagt am Anfang, die Therapien werden immer komplizierter und maßgeschneiderter, auf jeden Fall eine Gewebsprobe erhalten. Der einfachste Schritt dafür, das ist das, was man immer versucht anzustreben, ist, dass man eine Lungenspiegelung macht. Das heißt, ich tue mit einem Gerät, ähnlich wie beim Gastroskop, in die Bronchien hineinschauen, unter Sicht biopsieren oder unter Durchleuchtung mit einer kleinen Zange versuchen, diesen Rundherd zu erreichen. Geht das nicht aus irgendwelchen Gründen, gibt es die Lungenpunktion von außen oder, wenn es noch weiter draußen liegt oder am Rippenfell sitzt, eine Rippfellspiegelung. Das wäre jetzt zum Beispiel so eine transthorakale Punktion unter Durchleuchtung, die rasch möglich ist, aber wie gesagt, nur für Tumore geht, die also nicht so klein sind und nicht so mittig liegen, wie zum Beispiel der Tumor. Da muss man denn sich in der Regel dazu entschließen, dass man das CT gezielt macht, weil man da, wie man das hier in dem Schnittserie ganz genau sehen kann, wo die Nadel hin muss, und da kann ich also bis ab einem Zentimeter relativ hohe Treffsicherheit an Lungenrundherd erwischen. Hat sich der Verdacht bestätigt, dann wird man heutzutage immer eine PET-Untersuchung machen, das ist eine nuklearmedizinische Untersuchung, wo man eine spezielle Form, sage ich mal, von Kontrastmittel gespritzt bekommt, das reichert sich in den vor allem aktiven Zellen an, und das ist eine sehr hilfreiche Möglichkeit, um einmal die Ausdehnung zu erfassen, zu schauen, sind Lymphknoten befallen, wo sind die Lymphknoten befallen oder gibt es schon Absiedelungen in andere Organe. Nach Abschluss aller Voruntersuchungen ist es bei uns so, dass wir uns immer alle zusammenhocken, das heißt Pulmologe, der Thoraxchirurg, der Strahlentherapeut, der Nuklearmediziner und der Radiologe, also der, wo das Röntgen befundet, man versucht immer gemeinsam einen Konsens zu finden, was für den Patienten die beste Möglichkeit ist, das anzugehen. Ist natürlich immer noch so, dass die Operation von einem Lungentumor der Goldstandard wäre. Das heißt, man versucht immer einem Patienten, wenn es geht, eine Operation zuzuführen, weil das für ihn die beste Chance ist, eine Heilung zu erhalten. Geht es leider nicht aufgrund vom Alter oder weil die Lungenkapazität für diese Operation nicht ausreicht oder weil aber leider der Tumor so ausgedehnt ist, dann wird man natürlich mit dem Patienten über eine Chemotherapie sprechen, mit oder ohne Strahlentherapie, wobei, wie gesagt, heutzutage die Chemotherapie
aber auch die Strahlentherapie immer besser verträglich, immer gezielter wäre. Man muss sich nicht mehr so fürchten wie früher. Es sind gut verträgliche Therapien, die eine durchaus gute Prognose für den Patienten darstellen. Somit hätte ich jetzt meinen Teil von dem Vortrag beendet und leite über zu dem operativen Part. Einen schönen guten Abend, Frau Mohr, schönen guten Abend, meine Damen und Herren. Herzlichen Dank für die Einladung. Die Frau Mohr hat in der Einleitung schon ganz recht gehabt. Ich gehöre schon zu den Älteren. Der Sand in der Uhr im oberen Gleis wird immer weniger. Das merkt man schon langsam. Gut, ich darf Sie einladen, mit mir eine Reise in die Chirurgie, in das Innere des Körpers zu machen. Ich glaube, die wesentlichen Punkte hat der Kollege Czerkl sehr gut dargestellt. Für uns Chirurgen, für uns Thoraxchirurgen bleibt eigentlich nur ein relativ kleiner Teil hier übrig, weil die Grundbedingungen oft der Patienten, der Tumore und der Erkrankungen es nicht gestatten, chirurgisch tätig zu werden, obwohl manche Dinge vielleicht möglich wären. Lungenchirurgie ist grundsätzlich, nur um die Begriffsbezeichnung Ihnen mal mitzuteilen, ein Teil der Thoraxchirurgie. Thorax ist der Brustkorb und somit ist das die Chirurgie im und am Brustkorb. Nicht inkludiert in die Thoraxchirurgie ist die Herzchirurgie, das ist eine eigene Spezialität, also wer einen Bypass, eine Klappe braucht, kann das nicht vom Thoraxchirurgen erhalten und somit auch nicht bei uns in Feldkirch, sondern das muss in einem Zentrum gemacht werden. Ich muss Sie ein wenig, damit Sie eine Ahnung von der Anatomie der Lunge bekommen, einladen, mit mir ein paar Begriffe kennenzulernen. Im Prinzip, wir unterscheiden an sich das hier weiße mit diesen Ringen, ist die Luftröhre. Die Luftröhre ist versteift durch Knorpelringe, damit sie offen bleibt. Würde sie nicht offen bleiben, würde bei Unterdrucksituationen das kollabieren und wir könnten nicht atmen. Und es teilt sich dann auf in einen rechten Lungenflügel und in einen linken Lungenflügel. Leicht zu merken ist, der rechte Lungenflügel wiederum teilt sich in drei Lappen. Das grüne hier ist der rechte Oberlappen, das violette der rechte Mittellappen und das blaue der rechte Unterlappen. Auf der linken Seite liegt das Herz, zumindest kann man das als Merkhilfe sich helfend vor Augen halten, sodass auf der linken Seite wir nur zwei Lappen finden. Das eine ist der linke Oberlappen und das rote der linke Unterlappen. Sie sehen dann noch weitere Striche und weitere Kästchen hier. Das zeigt noch eine weitere anatomische Unterteilung. Das sind die sogenannten Lungensegmente. Aber da würde ich mich selbst schwer tun, Ihnen die auswendig zu sagen. Ich muss ehrlich gesagt immer wieder nachschauen. Einzelne merkt man sich ganz gut. Hier noch einmal ein Modell, damit Sie das noch einmal ganz klar vor Augen geführt bekommen. Sie sehen hier, das ist natürlich ein Plastikmodell, das Idealbild einer Lunge mit den verschiedenen Farben auch gekennzeichnet, die verschiedenen Lungensegmente. Diese Segmente, diese Lungenlappen, diese Lungenflügel werden grundsätzlich immer von drei Strukturen grundsätzlich ver- und entsorgt. Das erste ist, die Luft geht über die Bronchien, das ist das Röhrensystem, das knorpelversteift ist, hinein. Das zweite ist, dass das Blut, und zwar das sauerstoffarme Blut, wird vom Herz über die Lungenarterie in die Lunge hineingepumpt und über die Lungenvenen wird das sauerstoffreiche Blut Richtung Herz in den großen Kreislauf wieder gepumpt. Also in der Lunge ist alles um 180 Grad verkehrt. Vom Herzen weg geht sauerstoffarmes Blut, zum Herzen geht sauerstoffreiches Blut. Also diese drei Strukturen spielen in der Chirurgie natürlich eine wesentliche Rolle. Was ist die Rolle des Chirurgen im Rahmen der Pulmonologie, der Pneumologie? Das ist erstens einmal die Hilfe bei Diagnosestellung. Wenn also durch invasive, das heißt durch operative Maßnahmen, eine
weitere Klärung der Situation erforderlich ist. Verzeihung, wir sind da, glaube ich, jetzt. So ist es, ja. Und das Zweite ist natürlich die Arbeit in der Therapie, hier in erster Linie natürlich im Rahmen von Lungenkrebserkrankungen, die bei Weitem natürlich das wesentliche operative Feld ausmachen. Die Behandlung infektiöser Erkrankungen für den Chirurgen hat in den letzten Jahren deutlich abgenommen. Ich habe gesagt, wir sind oft tätig in der Hilfe bei der Diagnosestellung. Das hier soll Ihnen zeigen, wo die einzelnen Lymphknotenstationen der Lunge liegen. Hier die Luftröhre mit der Aufzweigung, das ist die Pulmonalarterie, das ist die Hauptschlagader des Körpers, also die Pulmonalarterie ist die Lungenarterie. Und diese Lymphknoten werden vom Krebs in der ersten Phase, wenn er sich beginnt, aus der Lunge hinaus zu bewegen, wenn er sich also auszubreiten beginnt, wenn er metastasiert, werden diese Lymphknoten als erstes befallen. Und gelegentlich möchten wir wissen, ob diese Lymphknoten befallen sind, und hier hilft der Chirurg unter Umständen mit seiner sogenannten Mediastinoskopie. Das heißt, es wird ein Blick in das Zwischenfell gemacht. Wenn Sie sich vorstellen, das ist linke Lunge, rechte Lunge. Dazwischen haben wir einen Raum. In diesem Raum befindet sich die Luftröhre, die Hauptschlagader, das Herz, dann die Thymusdrüse, also eine Reihe von Organen. Und wir wollen hier in dieses Zwischenfeld, das Mediastinum, hineinschauen. Hier haben Sie einen Schnitt, ähnlich wie eine Computertomographie, die Sie hier unten finden. Das hier ist die schräg angeschnittene Hauptschlagader, der Bogen der Hauptschlagader. Daneben sehen Sie ein vergrößertes Etwas, das nicht hingehört. Das ist vermutlich ein Lymphknoten im Rahmen eines Tumors. Und wir wollen natürlich unter Umständen wissen, ist dieser Lymphknoten tatsächlich krebsbefallen oder ist das ein anderer, hat es eine andere Ursache, dass dieser Lymphknoten vergrößert ist. Und hier macht man eben eine entsprechende Spiegelung. Wie wird das gemacht? Es ist eine kleine Operation, die einen kleinen Schnitt erfordert, oberhalb des Brustbeins, wenn Sie hier in die Grube hineinfahren, zwischen den beiden Schlüsselbeinenden, wird hier ein kleiner Schnitt von ungefähr 2 cm gemacht, und vor der Luftröhre wird stumpf zunächst einmal vorsichtig mit dem Finger hineingefahren und anschließend ein entsprechendes Spiegelgerät, Sie sehen das hier auf der linken Seite, das aufgespreizt werden kann, hineingeführt, und über dieses Spiegelgerät kann ich entsprechende Geräte einführen, Zangen, ich kann damit Gewebsproben entnehmen. Hier haben Sie noch einmal das Schema, also der Schnitt oberhalb des Brustbeins, das Spiegelgerät vor der Luftröhre eingeführt, mit diesem schnabelartigen Ansatz, wo Sie das spreizen können und hier unter Umständen eine Probe aus einem Lymphknoten entnehmen. Versucht es. Danke. Das ist also, ich bin kein Profi mit solchen Mikrofonen, um Entschuldigung. Ich bin noch sowas gewöhnt. Das Alter ist das. Die zweite wesentliche Aufgabe, die der Chirurg natürlich hat, sind die Lungenoperationen. Lungenoperationen sind klarerweise, wie Sie sich vorstellen können, natürlich keine Kleinigkeit. Erstens einmal, man muss in den Brustkorb hinein. Im Brustkorb, wir haben schon gehört, wesentliche Organe, Hauptschlagader, Herz. Wenn da etwas passiert, ist das relativ rasch mit dem Leben zu bezahlen. Also ein kritisches Operationsgebiet. Es geht also darum, die Operation soll eine bessere Prognose bei einem akzeptablen Risiko ermöglichen. Es geht um die Risikoabschätzung. Und der Chirurg ist an sich in erster Linie grundsätzlich eigentlich dafür zuständig, eine lokale Therapie zu machen.
Das heißt, der Chirurg kann einen lokalen Krebs entfernen, er kann eine lokale Eiterung entfernen, er kann lokal ein Problem beseitigen. Aber wir können nicht Rheuma operieren, wir können nicht einen metastasierten Krebs operieren. Das können wir leider nicht, obwohl wir es gerne tun würden können. Das dritte Wesentliche ist die Frage, ist der Patient selbst für eine Operation geeignet? Wie sieht es aus mit seinen Organfunktionen? Ist er einigermaßen belastbar vom Herzen her? Es ist ja nicht selten so, dass Lungenerkrankungen auch mit Gefäßerkrankungen einhergehen. Gefäßerkrankungen heißt natürlich nicht nur an den Beinen, das klassische Raucherbein, sondern natürlich auch im Herzen und auch im Hirn natürlich. Das heißt Gefahr von Schlaganfall, aber auch Gefahr von Herzinfarkt, oft Zustand nach Herz-Bypass-Operationen. Also hier eine klare zusammenhängende Situation zwischen Lungenkrebs und degenerativen Gefäßerkrankungen. Schauen wir uns mal her, wie sieht es aus? Wesentlich ist die Frage, diese Stadien, ich gehe nicht näher darauf ein, aber Sie müssen sich vorstellen, Stadium 1 ist in etwa ein kleiner Herd in der Lunge, der schön angenehm zu operieren ist und vermutlich keine weiteren Metastasen gesetzt hat. Und Stadium 4 ist das Katastrophenstadium, wo man von vornherein sagen kann, eine operative Therapie scheidet aus. Und sehen Sie mal, wie wir hier stehen. Also der Chirurg ist in erster Linie Stadium 1 und 2 mit Sicherheit gut positioniert. Stadium 3 ist eine ständige Diskussion, wo wir hier einsteigen sollen, nicht einsteigen sollen. Das ist etwas, das heiß diskutiert wird, weil natürlich auch die Frage von Therapien vor der Operation im Sinne einer Verkleinerung und einem Rückgang des Tumors diskutiert werden. Die sogenannte neoadjuvante, also vor der Operation statthabende Chemotherapie und oder Strahlentherapie. Und immerhin, naja, knapp sicher die Hälfte an sich sind sicher Dinge, die für uns nicht mehr als Chirurgen in Frage kommen. Wahrscheinlich sind es mehr als 50%. Wenn wir jetzt vom Wichtigsten reden, das ist die Lungenkrebsoperation, wovon ist es abhängig, ob wir operieren und was wir machen? Erstens einmal die Vorbehandlung, wie schon gesagt, ist abhängig vom Tumorstadium und soll an sich günstige Operationsbedingungen schaffen. Ein kleiner Tumor ist immer besser zu operieren und ein Tumor ohne Lymphknotenmetastasen birgt eine bessere Voraussetzung für die Prognose als mit Lymphknotenmetastasen. Es soll die Geschwulst mit umliegendem gesunden Gewebe entfernt werden. Das ist eine klare Regel der sogenannten Krebschirurgie. Die benachbarten Lymphknotenstationen, Sie erinnern sich an dieses Schema, diese Lymphknoten neben der Luftröhre, neben dem Herzen und so weiter, die sollen nach Möglichkeit mitgenommen werden. Erstens, wenn es wenige sind, die befallen sind, hat man die Chance, auch therapeutisch eine bessere Situation zu schaffen. Und zweitens, durch die Entnahme der Lymphknoten können wir abschätzen, welche Prognose der oder die Patientin haben wird, aber auch, ob man zusätzlich noch eine weitere Therapie nach der Operation anempfehlen soll oder muss. Die klassische Operationstechnik ist die offene Operationstechnik, ein paar Fotos oder ein paar Skizzen dazu. Der Patient wird in Seitenlage gelagert am Operationstisch. Er bekommt einen Schlauch in die Luftröhre eingeführt, in der Form, dass die beiden Lungenflügel, Sie erinnern sich rechts, links, getrennt beatmet werden können, weil man möchte während der Operation an einem Lungenflügel keine Beatmung dort haben. Sie können sich vorstellen, wenn das permanent auf und zu geht, ist das sehr schwierig zu tun. Also die einseitige Lungenbeatmung soll nach Möglichkeit für den Patienten auch tolerabel sein. Das ist so eine typische Schnittführung, wie Sie sie sehen, bei einer Eröffnung des Brustkorbes. So sieht das, ich hoffe, die Bilder schrecken Sie nicht, ich hoffe, sie interessieren Sie, so wie mich. Das ist eine typische Eröffnung des Brustkorbes. Da unten am Grunde sieht man die Lunge, wie sie eben zusammengefallen ist.
Hier ein näherer Blick, das ist Lunge hier, zusammengefallene Lunge, dadurch ist sie so dunkel, weil sie nicht mehr mit Luft gefüllt ist. Das hier ist der Herzbeutel und da würde der der Zwerchfellnerv laufen, der für die Beweglichkeit und für die Ausschwenkungen des Zwerchfells zuständig ist. Was entfernen wir in der Regel? Das Einfachste ist, wenn wir nur einen ganz kleinen Teil der Lunge irgendwie herauszwicken können, wenn es sich um einen unklaren Herd handelt, wenn wir eine Diagnose haben wollen. Das ist eine sogenannte Keil- oder Wedge-Entfernung oder ein Lungensegment. Sie erinnern sich, die Unterteilungen unter den Lappen wird entfernt. Etwas mehr heißt schon die Entfernung eines gesamten Lungenlappens. Das ist so die übliche Resektionsgröße, also die übliche Größe an Lunge, die man entfernt, wenn ein operabler Tumorbefall vorhanden ist. Gelegentlich ist es notwendig, vor allem auf der rechten Seite zwei Lappen zu entfernen. Ein schon relativ kräftiger Eingriff in die Situation ist die Entfernung eines gesamten Lungenflügels, die sogenannte Pneumektomie. Das ist für den Patienten natürlich mit einer deutlichen Reduktion der Lungenkapazität verbunden. Und Sie sehen hier zum Beispiel einen Herd im rechten Oberlappen und man würde diesen Oberlappen mit den Lymphknoten, das ist hier nicht so schön eingezeichnet, aber mit den Lymphknoten im Rahmen eines Krebses entfernen. Hier ein wenig ein Bild zu den Lymphknoten. Sie sehen auch, dass ganz wesentliche Strukturen hier in der Nähe sind. Das ist eine große Vene, das ist die große obere Hohlvene, wo das ganze Blut aus Kopf und den Armen zum Herzen fließt. Also wiederum sehr zentrale, wesentliche Gebilde. Und daneben liegen diese Lymphknoten, die hier entfernt wurden. Das ist ein anderer Blickwinkel. Das hier ist die Aufzweigung der Luftröhre in den rechten und in den linken Hauptluftgang, der zu dem rechten und linken Lungenflügel geht. Auch dazwischen liegen Lymphknoten, die entfernt werden. Die Entwicklung ist natürlich nicht stehen geblieben und man hat sich natürlich auch gewagt, größere Eingriffe zu machen. Insbesondere die Erweiterung auf nahegelegene Nachbarstrukturen wie Herzbeutel, Hauptschlagader, Hohlvene, Speiseröhre, knöcherner Brustkorb, Zwerchfell, all das sind Organe, die in Teilen oder auch zur Gänze entfernt werden können. Nur zur Illustration, hier einen Befall durch einen Tumor des absteigenden Teils der Hauptschlagader. Dieser Teil wird einfach entfernt und durch eine Gefäßprothese ersetzt. Zur Information, diese Operation kann man natürlich nicht hier bei uns machen, weil man hier doch die Unterstützung einer Herz-Lungen-Maschine benötigt, aber grundsätzlich ist das möglich. Es gibt auch noch Situationen, wo zentral gelegene Tumoren, also Tumore, die sehr nahe am Hauptbronchus sitzen, eine Situation notwendig machen, dass man Teile von Luftwegen oder von Gefäßen entfernt, um möglichst Lungengewebe zu sparen. Das ist bei zentralen Tumoren, um einen Verlust von Lungenparenchym, also von Lungengewebe, zu reduzieren. Stellen Sie sich vor, das hier ist die Luftröhre mit der Aufzweigung, ganz knapp dahinter sitzt dieser Tumor. Man könnte jetzt natürlich, und man tut es auch nicht nur, man könnte es, hier diesen Teil herausschneiden und schlussendlich diesen nachgeschalteten Luftweg wieder zusammennähen und anschließen. Das hat natürlich den Vorteil, dass Sie hier einen ganz wesentlichen Anteil von Lungengewebe erhalten können und der Patient natürlich nachher eine entsprechende bessere Funktion hat. Das ist so ein Schema, wie man so eine Luftröhre wieder zusammennähen kann mit einzelnen Nähten. Also Sie können sich das, glaube ich, einigermaßen plastisch vorstellen. Man kann das nicht nur bei der Luftröhre machen, sondern auch bei den großen Lungengefäßen,
vor allem bei der großen Lungenarterie, funktioniert ähnlich, ist auch nichts anderes als ein Hohlrohr. Und das Feine an der ganzen Sache ist, und auf das möchte ich schon ein wenig hinweisen, dass bei richtiger Auswahl der Patienten die Prognose für die Patienten gleich ist, ganz egal, ob man ihnen den gesamten Lungenflügel entfernen müsste, was an sich die Alternative wäre, oder ob man nur diese sogenannte zentrale Resektion der Luft- oder Gefäßwege durchführt. Das ist nun das Ergebnis nach einer Lungenoperation. Das ist die Narbe und das sind die Austrittsstellen von den Drainagen gewesen. Wie gesagt, auch hier bleibt die Entwicklung nicht stehen und Sie wissen alle oder kennen alle das Thema Schlüssellochchirurgie, die sogenannte FANS, das ist die videoassistierte Thoraxchirurgie, das S steht für das englische Surgery, was gleichbedeutend mit Chirurgie ist. Und hier gibt es einige Möglichkeiten, solche eher in der Peripherie, also weit draußen gelegene Herde, unter Umständen durch eine minimal invasive, also schlüssellochchirurgische Maßnahme zu beseitigen. Ich möchte darauf aufmerksam machen, dass das nicht eine allseits quasi wünschbare Operationstechnik ist, sondern dass die sehr wohl an gewisse Grundbedingungen gebunden ist und nicht in jedem Fall angewandt werden kann. Das ist vielleicht ein wenig unterschiedlich zur klassischen Gallenblasenchirurgie, die ja auch heute in der minimalinvasiven Technik durchgeführt wird. Da versucht man das wohl fast bei jedem Fall in minimalinvasiver Technik zu tun. Ich habe Ihnen hier einige Kontraindikationen aufgeschrieben, also es soll möglichst ein kleiner Tumor sein, kein massiver Lymphknotenbefall, keine Nachbarorganebefall. Wie funktioniert das? Nun, es werden kleine, etwa 1,5 bis maximal 2 cm große Schnitte in den Brustkorb hineingemacht. Es wird eine Kamera in den Brustkorb hineingeschoben und über 2 oder 3, gelegentlich auch 4 weitere kleinste, oft 5 mm große Schnitte werden Zangen, Scheren, Pinzetten, was auch immer. Es gibt eine unglaubliche Menge und ein unglaublicher Garten von Erfindungen für die Industrie, von Instrumenten, die uns hier zur Verfügung steht. Der Patient wird ähnlich gelagert wie bei der offenen Chirurgie. Das ist sozusagen hier die grundsätzliche Situation. Das ist die Kamera hier. Hier hätte man ein Gerät eingeführt, ein anderes Gerät, und so kann man sehr gut im Brustkorb mit diesen Dingen arbeiten. Was ist der Vorteil? Kleine Wunden, weniger Schmerz, raschere Erholungen, gute Ergebnisse für ausgewählte Patienten. Also die Methode hält grundsätzlich, sie kann mithalten mit der offenen Methode. Es ist nicht so, dass der größere Schnitt die bessere Operationstechnik ist. Also man kann das durchaus alternativ verwenden bei ausgewählten Patienten. Ich möchte es noch einmal dazu sagen. Und Sie sehen auch hier die Ergebnisse für offene Operation gegenübergestellt für eine gleiche Patientengruppe mit videoassistierter Operationstechnik ergibt gleiche Situation. Natürlich, operieren ist immer gefährlich. Es gibt keine Operation, die ungefährlich ist. Es ist nur das Risiko kalkulierbar. Es gibt auch Komplikationen nach Operationen und auch die möchte ich bei Gott nicht verschweigen. Das eine sind Sekretansammlungen in der Lunge, die oft sehr unangenehm sein können. Die häufige Spiegelungen, wie Dr. Czerkel gezeigt hat, erforderlich machen. Mindere Belüftungen der Lunge, weil einfach die Ausdehnung der Lunge noch nicht funktioniert, die Atemmechanik schlecht ist. Das führt dann insgesamt zu Lungenentzündungen, oft in der Westlunge. Es kann sein, dass sich Luft ansammelt im Rippenfellraum. Das muss dann mit entsprechenden Drains entlastet werden. Herzrhythmusstörung, Sie müssen sich vorstellen, Sie ändern ja extrem viel am Kreislauf, wenn Sie so ein Stück Lunge herausschneiden. Wenn der Patient herzkrank ist, kann es ohne weiteres sein, dass er dann eben ein Problem mit dem Herz bekommen kann.
Dann natürlich klassische Operationsprobleme, Nachblutungen, Blutergüsse. Es ist noch eher unter harmlos einzureihen. Weniger sympathisch sind Lecks bei den Nähten, entweder an den Luftwegen oder an den Stümpfen der Gefäße oder der Luftwege. Verengungen als Folge der Narbenbildungen, Gerinnsen in den Gefäßen, Infektionen, die unter Umständen entlastet werden müssen. Ich habe bewusst bin nicht eingegangen auf die relativ umstrittene Methodik der sogenannten Volumensreduktion bei COPD, also bei chronisch obstruktiven Lungenerkrankungen und Emphysem-Patienten. Es gibt Ansätze, wo man sagt, ich schneide einfach diese nicht belüfteten, Sie erinnern sich, diese Computertomographie, die Kollege Czerkel gezeigt hat, wo man diese leeren, schwarzen, leeren Blasen gesehen hat, dass man die einfach wegschneidet und versucht durch eine Reduktion des Volumens wieder den Teil der Lunge, der noch einigermaßen verwendbar ist, besser in Funktion zu bringen. Das ist eine relativ kritische Methode, die nur für wenige Patienten wirklich angewandt werden kann. Und es gibt schon noch einige Bereiche, die natürlich chirurgisch angegangen werden, aber ich glaube, der Hauptbereich sind sehr wohl die Lungenoperationen im Rahmen der Krebserkrankungen. Ich darf Sie einladen, noch mit mir eine kurze Videosequenz in der minimalinvasiven Technik mitzumachen. Also was Sie hier sehen, ist in das Innere eines Patienten. Sie schauen quasi von den Füßen nach oben. Sie schauen hier in einen linken Brustkorb. Da oben wäre quasi der Kopf bzw. die Schultern. Das ist so ein Gerät, mit dem man das Gewebe der Lunge durchtrennen kann, das gleichzeitig klammert und schneidet. Das, was hier in diesem Maul des Krokodils ist, sind die restlichen Klammern, die mehr oder minder nicht verbraucht wurden. Und damit kann man gleichzeitig gegenüber Luftlecks und Blutungen vorbeugen. Was Sie jetzt hier sehen, ist, wie hier schrittweise die beiden Lungenlappen, das ist hier der untere, das ist der obere Lungenlappen, da hier, jetzt schlecht sichtbar, wäre der absteigende Teil der Hauptschlagader und hier ist die Spalte zwischen oberen und unteren Lungenlappen, wie diese Spalte schrittweise auseinandergebracht wird. Ich muss jetzt ein bisschen so, Entschuldigung. Ja. Das ist da jetzt, da ist die Präparation schon wesentlich weiter fortgeschritten. Sie schauen jetzt mehr oder minder von vorne auf den Lungenstiel, dort wo die Lungengefäße eintreten. Und Sie sehen hier die obere Lungenvene. Hier wäre eine Lungenarterie, also eine Lungenschlagader, mit diesem blauen Bändel hier umschlungen. Und hier wird mit diesem Gerät, das was Sie hier sehen, ist ein Ultraschallgerät, das gleichzeitig schneidet und Gewebe versiegelt. Der Nebel, der entsteht, ist durch den Ultraschall und damit können Sie Lungengewebe gut durchtrennen und blutsparend durchtrennen. Ein kleiner Einblick noch, wenn ich es finde. Man kann auch mit dieser Methode die Lymphknoten entsprechend entfernen. Sie sehen hier diese schwarzen kleinen Knötle hier, das sind die Lymphknoten, die sind deswegen schwarz, weil hier Rust dazugekommen ist, beziehungsweise Umweltstau. Natürlich bei Rauchern ist das entsprechend wesentlich stärker ausgeprägt als bei Nichtrauchern. Also das kann man schon erkennen, eine Raucherlunge von einer Nichtraucherlunge. Ja, ich könnte Ihnen dann noch länger über diese Sache erzählen. Natürlich schauen wir uns nicht die gesamte Operation an,
die hier aufgenommen wurde. Das ist hier ein Lymphknoten und da unterhalb sehr empfindlich und sehr kritisch das Gelbe, das Sie hier sehen, das ist eine klassische Lungenschlagader. Diese Lungenschlagadern sind insofern sehr teuflisch, weil sie relativ dick sind und sehr dünnwandig und damit sehr verletzlich sind. Und wenn es hier zu Verletzungen kommt, kommt es relativ rasch zu einem hochgradigen Blutverlust. Also da muss man dann ganz schnell und geschickt sein, um diese Dinge lösen zu können. Also hier werden noch diese Lymphknoten entfernt. Damit möchte ich sozusagen diese Demo abschließen. Ich hoffe, Sie haben einigermaßen einen Eindruck bekommen und Lust auf Chirurgie. Und möchte enden damit, was ist wesentlich für die Chirurgie? Eine gute Vorbereitung zur Operation, einerseits auf die Operation, aber auch im Sinne der Abklärung. Das heißt, das geschieht in erster Linie in unserem gemeinsamen Arbeitsbereich durch die Abteilung für Pulmonologie. Die Frage der Belastbarkeit des Patienten spielt eine wesentliche Rolle. Es hat keinen Sinn, einen Patienten einen ganzen Lungenflügel herauszuschneiden, um ihn zwar vom Krebs zu heilen, aber dafür schafft er es nicht einmal mehr, zu Hause aufs Klo zu gehen. Also das ist eine Situation, die natürlich nicht tolerabel ist. Und natürlich ganz wesentlich ist die Kooperation zwischen den verschiedenen Disziplinen, also die Interdisziplinarität, im konkreten Fall mit der Pulmonologie, mit den Kollegen von der Radiologie, von der Radioonkologie. Also das ist ein ganz wesentlicher Faktor. Es ist nicht mehr so, wir sind nicht mehr Alleinunterhalter in der Krebstherapie, ebenso wie die Onkologen und die Pulmologen das nicht mehr sind, sondern nur durch eine Gemeinsamkeit kann hier ein optimales Ergebnis erzielt werden. Mein Schlusstier ist Opfer der Technik geworden, das ist nur da drauf. Ich kann Ihnen keins zeigen, ich wollte mich für Ihre Aufmerksamkeit bedanken und hätte Ihnen noch den Weblink gegeben, aber den werden Sie vermutlich schon kennen, www.lkhf.at, da ist auch die Chirurgie drinnen, im Hohenems nehme ich an auch die Pulmologie, also das ist lkhh.at, ist an sich relativ einfach zu finden und da sind auch die entsprechenden E-Mail-Adressen, wie Sie fragen, wenn Sie welche haben, an uns stellen können. Ich hoffe, ich konnte Sie ein wenig interessieren und ich habe Sie nicht zu sehr geschockt und bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit.